Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Videopodcasts Vermüllt die Welt. Das hier, Sie erkennen es hoffentlich, ist der Plastikdeckel eines Kaffeebechers, eines Coffee-to-go-Bechers. Dieser Deckel hat für vielleicht 5 Minuten eine gewisse Nützlichkeit entfaltet, hat den Kaffee ein wenig warm gehalten. Und nun nach 5 Minuten Verwendung wird er uns, wenn er nicht recycelt wird oder verbrannt wird, rund 500 Jahre erhalten bleiben. Von diesen Coffee-to-go-Bechern werden allein in Deutschland jedes Jahr rund 2,8 Milliarden verkauft. Das heißt, 300.000 Kaffeebecher gehen allein in Deutschland pro Stunde über die Theke und sehr viele davon eben mit solchen Plastikdeckeln. Und dabei ist dieser Plastikdeckel ja nur ein Beispiel. Er steht stellvertretend für die weltweit stetig wachsende Menge an Müll. Es gibt eine Studie der Weltbank mit dem schönen Titel Water Waste 2.0 und nach dieser Studie hat die Weltbevölkerung 2016 gut 2 Milliarden Tonnen Müll produziert. 2016 gut 2 Milliarden Tonnen Müll, 2050 werden es, sofern es keine grundlegenden Veränderungen gibt, bereits 3,4 Milliarden Tonnen Müll sein. Papst Franziskus hat dieser überbordenden Produktion des Mülls in seiner Enzyklika Laudato Si einen eigenen Abschnitt gewidmet. Er spricht von der Wegwerflogik und er stellt fest, ich zitiere, die Erde, unser Haus, scheint sich immer mehr in eine unermessliche Mülldeponie zu verwandeln. Und diese weltweit wachsende Menge des Mülls und die Beschaffenheit des Mülls, also die Qualität des Mülls, insbesondere seine Dauerhaftigkeit, die sind einerseits ein Folgeproblem unserer Art zu wirtschaften und zu leben, unsere Art zu produzieren und zu konsumieren. Wir produzieren und konsumieren auf der einen Seite immer mehr Dinge, die nach kurzer Zeit nicht mehr benötigt werden, die aber übrig bleiben. Und auf der anderen Seite verursacht diese Müllerzeugung selbst eine ganze Reihe an ökologischen und sozialen Folgeproblemen. Sie verschwendet wertvolle Ressourcen, die landen ja auf dem Müll ungenutzt. Sie belastet die Umwelt, sie gefährdet Tiere und Pflanzen, sie beeinträchtigt die Gesundheit von Menschen und nicht selten verschandelt sie auch Landschaften und den öffentlichen Raum in den Städten. Also der Müll ist ein wichtiges Thema, ein bedrängendes Thema, auch wenn wir dieses Thema gerne verdrängen, so wie wir ja auch den Müll selbst so schnell wie möglich aus den unsichtbar machen wollen. Wir müssen aber dieses Thema in den Blick nehmen und dazu dient eben auch dieser 5-teilige Videopodcast. 5 Teile. Wir werden also nach dieser Einführung eine in Deutschland besonders wichtige Form der Müllentsorgung, nämlich die Verbrennung, uns anschauen. Wir werden die globale Dimension des Mülls in den Blick nehmen, indem wir nach Afrika schauen und feststellen, dass das sehr viel auch mit uns zu tun hat. Wir werden die ethische Dimension des Müllthemas betrachten und wir werden natürlich dann vor allem im letzten Teil nach Ansatzpunkten suchen für ein Handeln, das die von Papst Franziskus genannte Wegwerflogik durchbricht und das versucht, Müll zu vermeiden oder da, wo er unvermeidlich anfällt, wir müssten ja eigentlich sagen abfällt, doch verantwortlich mit ihm umzugehen. Das so als Vorausblick. Zunächst aber zur Einführung ein paar ganz wenige ausgewählte Daten und Fakten. Zunächst einmal, in Deutschland landen vom Haushaltsmüll pro Jahr 13,1 Millionen Tonnen in der Restmülltonne. Das heißt, sie werden nicht dem Recycling zugeführt über den gelben Sack, über Wertstoffinseln oder andere Wege. Diese 13,1 Millionen Tonnen werden in Deutschland dann ganz überwiegend verbrannt, nachdem unbehandelter Müll nicht mehr deponiert werden darf. Und in diesen 13,1 Millionen Tonnen sind viele Wertstoffe enthalten, die man oft wiederverwerten könnte, also auch stofflich wiederverwerten könnte, wenn wir alle unseren Müll konsequenter trennen würden. So aber werden diese Wertstoffe nur noch energetisch verwendet, indem sie eben verbrannt werden und dadurch Energie und Strom und Wärme gewonnen werden. Immerhin 2,6 Millionen Tonnen aus dem Haushaltsmüll werden dem Recycling zugeführt. In diesen 2,6 Millionen Tonnen sind Papier, Glas, Kleidung noch gar nicht eingerechnet. Diese Menge von 2,6 Millionen Tonnen ließe sich noch deutlich steigern, wenn wir alle konsequenter wären und wenn die Mülltrennung uns auch
einfacher gemacht werden würde, einfacher erfolgen könnte. Aber so wichtig und buchstäblich wertvoll dieses Recycling auch ist, es stößt naturgemäß an Grenzen. Selbst dann, wenn wir alle viel konsequenter wären, würde es an Grenzen stoßen. Aus vielen Produkten lassen sich die enthaltenen Wertstoffe nur in geringerer Qualität recyceln, sodass man eigentlich weniger vom Recycling als von einem Downcycling sprechen müsste. Und nicht selten ist das Recycling mit einem Aufwand, manchmal hohem Aufwand an Energie verbunden, was dann ökonomisch oder auch ökologisch auch wiederum problematisch sein kann. Also das Recycling könnte und sollte natürlich ausgebaut, ausgeweitet werden, aber viel besser wäre es, Müll zu vermeiden, von Anfang an zu vermeiden, statt ihn dann aufwendig zu recyceln. Aber wie weit das möglich ist, konsequente Müllvermeidung, wie weit wir unsere Produktions- und Konsummuster so umstellen können, so gravierend verändern können, dass im Sinne einer konsequenten Kreislaufwirtschaft, wie man heute immer sagt, einer Kreislaufwirtschaft Müll von vornherein weitgehend vermieden wird, wie weit das möglich ist, das ist etwas umstritten. Unbestritten ist, dass es hier noch deutlich Luft nach oben gibt, also Verbesserungspotenzial gibt. Sehr wichtig, auch für uns alle im Alltag, ist das Thema Biomüll, denn immerhin landen rund 9 Millionen Tonnen Speisereste, Küchen, Gartenabfälle in der Biotonne, in der braunen Biotonne und können auf diese Weise verwertet werden, zum Beispiel als Kompost oder auch zur Energiegewinnung. Auch hier gilt, dass viel zu viel davon eben nicht in der braunen Tonne landet, in der Biomülltonne, sondern im Restmüll. Vor allem Speisereste und Küchenabfälle. Schätzungen zufolge hören rund 5 Millionen weitere Tonnen eigentlich in den Biomüll. Aber auch hier gilt natürlich, vielleicht gerade hier, das Vermeiden des Mülls wäre natürlich noch viel besser als das Verwerten. In Deutschland, so schätzt man, wird rund ein Drittel genießbarer Lebensmittel weggeworfen. Und damit gehen ja nicht nur wertvolle Lebensmittel verloren, die ohne irgendeinen Nutzen gestiftet zu haben als Lebensmittel, während in anderen Regionen der Erde Menschen ja immer noch Hunger leiden oder Mangelernährung leiden. Auch wichtige Ressourcen wie fruchtbare Böden, Wasser, Energie wurden sinnlos verschwendet für die Produktion dieser Lebensmittel, die dann einfach weggeworfen werden. Soweit mal ein paar wenige Daten, Fakten, wobei manches ja noch gar nicht angesprochen ist. Zum Beispiel der globalisierte Müllhandel und der Export von Elektroschrott, Plastikmüll nach Afrika, Südostasien und so weiter. Ein wichtiger Aspekt, den wir dann im Folgenden noch ansprechen werden. Oder auch, dass rund 2 Milliarden Menschen auf der Welt keine geregelte Müllabfuhr oder sonstige Möglichkeit haben, ihren Müll sozial und ökologisch einigermaßen verträglich zu entsorgen. Und gleichzeitig wachsen aber die Müllmengen auch im globalen Süden. Auch deshalb, weil die sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländer unseren Lebens- und Wirtschaftsstil allzu oft nachahmen, der aber eben auch ein müllintensiver Lebensstil ist. Also es gibt viel zu tun, wenn wir Müll nach Möglichkeit vermeiden oder doch verantwortbar mit ihm umgehen wollen. Es gibt viel zu tun für uns alle in unserem auch ganz alltäglichen Konsumverhalten, in unserem Lebensstil. Es gibt viel zu tun für die Wirtschaft und die Unternehmen, die produzierenden Unternehmen, die Handelsunternehmen und so weiter. Und natürlich viel zu tun für die Politik, die ja geeignete Rahmenbedingungen setzen muss, die geeignete Anreize schaffen muss. Und wie das aber alles gehen kann, wie wir die Vermüllung der Welt verhindern können, darum geht es eben in diesem Videopodcast.